In dieser Lerneinheit werden wir zeigen, wie man Fourier-Komponenten und die harmonische Verzerrung von Signalen berechnet. Lassen Sie uns die harmonische Verzerrung der Ausgangswellenform dieses Verstärkers berechnen. Zu Beginn wählen Sie Fourier Analysis und dann Fourier Series aus dem Menü Analysis. Der Dialog zur Fourier-Analyse wird erscheinen. Beachten Sie, dass der erste Parameter Sampling Start Time, Startzeit der Abtastung, nicht auf 0 gesetzt ist, um den Effekt der Anfangsstörungen zu vermeiden. Sie können bei der Fourier-Reihe aus einer Vielzahl von Formaten auswählen. Lassen Sie uns das klassische Format der Cosinus- und Sinuskomponenten wählen. Klicken Sie auf Calculate – Berechnen und die Liste der Fourier-Komponenten und die harmonische Verzerrung erscheint. Sie können auch ein Diagramm zeichnen, das die Fourier-Komponenten grafisch darstellt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Draw – Zeichnen. Ein Diagramm erscheint, das die Fourier-Komponenten darstellt. Sie können eine Fourier-Analyse auch im Anschluss an eine Einschwinganalyse durchführen über das Menü Process des Diagrammfensters. Dazu wählen Sie die Kurve aus, die Sie analysieren möchten, und dann Fourier Series aus dem Menü Process des Diagrammfensters. Der Dialog zur Fourier-Reihe erscheint. Klicken Sie auf die Schaltfläche Calculate und die Liste der Fourier-Komponenten und die harmonische Verzerrung erscheint. Damit ist unsere Lerneinheit zur Fourier-Analyse abgeschlossen.